dahin will ich davor nochmal zum Kunsthändler. Sehen, ob ich hier an Karten komme, an Schatzkarten für Venedig. Damit ich weiß, wenn ich in der Nähe bin gleich. Und mal sehen, was es hier für Bilder gibt. Vielleicht gibt es hier irgend so ein ganz billiges. Schatzkarten, San Paolo. Nee, San Polo. Nicht genug Geld. 4.300 und 6.200. Noch was. Jawohl, wir haben die Schatzkarte und man sieht, es gibt hier doch einige. Noch, aber jetzt geht's erstmal wirklich jetzt zu Leonardo. Warum vergesse ich den Namen immer? Oh, und wenn ich schon mal hier bin, gucke ich gleich mal zum Braun, Azurfarben, Aquamarin, was ist denn das? Wein sieht schon ganz cool aus, aber ne, ich bleib bei meinem geilen Schwarz. Nachher mit Altairs Rüstung, das sieht so geil aus. Das sieht einfach nur geil aus. Puh. Ich weiß ja, gibt es hier einen ganz hohen, wieder so ein ganz hohes Ding, so eine ganz hohe Geschichte. Der ist irre. Ach, egal. Oh, nur einen erwischt. Oha, ja, das hat schon. Na. Na dann. Na! Platsch. Einmal durch, einmal aufgeplatzt. Ne, aufgeplatzt ist er nicht. Was erzähle ich denn da schon wieder? Dann wäre es ein bisschen teurer, aber wenn man nach der Logik hergeht, haben wir ein paar Gedärme entsorgt. Aus welchem Film war das noch gleich? Da gab es irgendeinen Film. Jetzt werden Gedärme entsorgt, wurde da irgendwie gesagt. Welcher war das? Ja, so viel Courage wäre schon toll. Ich hätte auch einen vergiften können. Oh, Ponte di Rialto. Das ist die Rialto-Brücke. Die kenne ich sogar. Da ist ein Symbol. Das war irgendwie scheiße zu erreichen, glaube ich. 1000. Sowas bitte ein bisschen öfter. Kommst du nicht drum rum? Oh. Oh, abgemault. Alter, wie ich den einen hier einfach nur so niedergehalten habe. Okay. Momentane Teleportation. Bam, schön Tritt in die Eier. Na los. Oh, geil. Oh, geil, man kann die. Oh, Kehle aufgeschlitzt. Oh, yeah. So, was geht ab, Leonardo? Messer da Vinci. Ja. Oh, ganz zufällig kommt er jetzt. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donner bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Immer doch. Allzeit bereit. An einer Stadtführung teilnehmen. Machen wir doch gerne. Venezia. Welcher andere Ort ist so schön? Okay, und seine Sachen werden geklaut. So perfekt. Kommt,
Ich zeige euch ihre Wunder. Na, dann mach mal. Unser erster Halt? Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. So, das ist gut, dass... Ah, ich bin sonst zu weit entfernt. Mal ein andermal, aber es ist gut zu wissen, wo sie ist. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Magnifico. Kommt, kommt. Es gibt noch mehr. Ja, los, lauf. Was ist hier los? Ich fass es nicht. Ey. Na gut, stimmt. Oh! Alter, was greifen die denen denn auf einmal an? Mal ehrlich, die greifen auf einmal hier meinen Stadtführer an. Dafür gibt es erstmal ein bisschen hier aufs Maul. Und dann schnell zack, 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 Kombo noch. So, machen wir weiter mit der Stadtführung. Als wäre nichts passiert. Alter. So, der letzte. Oh, Waffe aufheben. Gut. Das hätten wir. Oh, lolo. Ganz normal. Es gibt. Okay. Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Oh, die armen Fische. Alter. Den Rundgang woanders fort. Ja, alles wunderschön hier. Ich habe nichts damit zu tun. Gnade. Ich habe gerade mal überlegt, die abzustechen einfach. Oh. So. Und hier ist die Werkstatt. Was sagt ihr? Oh. So ein Ding hatte ich auch mal. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Oh, wie ein kleines Kind. Kaufst du mir das? Hey, oh, Geld geklaut. Auf, verdammt. Wie viel Geld habe ich jetzt verloren? Oder was hat sie mir geklaut? Ja, wunderschön hier. Wir haben mit dem Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert, aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Mhm. Aber es gab Widerstand. Selbstverständlich. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Unfug, wenn ihr mich fragt. Mhm, was sehen wir da denn jetzt? Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon... Oh, er hat ihn ganz vorsichtig angepiekst. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Trottel. Du mieser kleiner Scheißkerl. Willst du auf einer Pike enden? Hm? Was? So wie der bist du ein Gaukler? Willst du uns unterhalten? Ja, ja, ist ja gut. Ich wollte hier noch die Kiste kurz plündern. $900.
Das wird ein bisschen mehr. Das freut mich doch sehr. Verdammt, hab mich verlaufen. Salve. Oh, Entschuldigung. So, hier ist es. Sieht fast genauso aus wie das alte. Die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt. Als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch... Sieht genauso aus. Ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. Er wollte, glaube ich, etwas Geld haben. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Wenn du eine Langeweile haben oder weitere Codex-Seiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Oh, verdammt. Ich hab gerade nicht drauf geachtet. Tut mir leid, Leonardo. Leonardo, hey. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Seine Lache. Aha! Wie aufregend. Das ist einfach. Man muss nur jeden zweiten Buchstaben bewegen. Hier. Sehr schön. 5 Codex-Seiten entschlüsselt. Geil. 2 Gesundheitsquadrate gewonnen. Jawoll. Und 16.000 in der Truhe. Jetzt kommt hier aber eins zum anderen. Alter Schwede. Und was haben wir da drin? 400. Oh, gut. Ganz ruhig. Meins. Leonardos Werkstatt in Venedig. Während seines kurzen Aufenthalts in Venedig war Leonardo da Vinci ein bezahlter Ingenieur für die venezianische Armee. Es wird behauptet, dass er an einem Gemälde der berühmten Isabella d'Este arbeitete, von der er während eines Besuches in Manuta eine Zeichnung angefertigt hatte. Obwohl er ihr immer wieder versicherte, hart an dem Werk zu arbeiten, tauchte das Gemälde jedoch nie auf. Auch wenn viele Geschichtsbücher behaupten, dass Leonardo Venedig nur einmal besuchte, scheint es so, als hätte er seine Werkstatt dort als eine Art Geheimversteck benutzt, in das er während seines gesamten Lebens regelmäßig zurückkehrte. Okay. Map. So. Oh, Erinnerungsanfang. Codex-Seite, ja, da kommen wir noch nicht hin, deswegen gibt es sonst hier nichts. Noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Oh, okay, das wollte ich jetzt zwar so nicht, aber warum nicht? Ich meine, so ein bisschen Geld. 7. Ist nicht viel, aber haben oder nicht haben, würde ich sagen. Ja, ja, bin ja schon weg. Viel zu einfach. Ach, doch nicht. Oh, durch Schubsen ist er gestorben. So. Ja, ich wollte wirklich ins Wasser. Ich will die Truhe haben. Da ist bestimmt auch ordentlich was drin. Komm schon, 1000, nicht 200. Immer nur 500. Das ist nicht viel besser. Du darfst nicht in dieses Gebiet. Juhu! Was habe ich nicht? So. Alter, der mit der Axt ist aber auch heftig immer. Alter! Oh, okay. Komm her, Dickie.